Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich euch mal zeigen, was man mit Zellen alles machen kann. Das heißt, nicht nur einfach gießen und plopp, die Zellen sind da, sondern dass wir speziell die Zellen oder einzelne Zellen bearbeiten. Und was man da alles machen kann, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren, das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Und dass man auch schöne Muster oder Blumen machen kann. Okay. Ich mache das dann mit dem Silikon 300, mit dem Helper-Silikon, ein Bild und ein Bild mit dem Cell Creator. Dann sehen wir vielleicht auch den Unterschied, ob es einen Unterschied gibt. Und dann passt das, denke ich mal. Bilder nehme ich 24:30, einfach ein Testbild. Farben habe ich angerührt, Kirschrot. Echt orange, lila und weiß. Was wir brauchen im Prinzip noch, ja, ein kleines Becherchen, wo wir das Silikon reinmachen, und ich nehme dann immer einen für Spieße, so ein Stäbchen mit einer ganz dünnen Spitze vorne, und da funktioniert das ganz gut. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich hole euch ein bisschen ran. Dann zeige ich euch, wie es geht. Ja, nee, komm, mache ich nachher. Alles gut, dann bis gleich. Wichtig ist für diese Technik, beziehungsweise für die Zellen, dass wir einen Swipe machen. Es funktioniert einfach besser, wenn man ein geswiptes Bild hat. Also nicht nur, dass sich die Farben besser vermischen und natürlich durch die Zellen dann viel schönere Farbmuster rauskommen, sondern fragt mich nicht warum, es funktioniert einfach besser. Okay. Ich habe die Farben eingerührt mit dem ganz normalen Menükleber, und ihr habt vielleicht in letzter Zeit auch immer gemerkt, dass es immer vermehrt Luftbläschen gibt in die Farben, und da hat mich der Nico drauf gebracht, und zwar war der bei mir im Workshop. Er geht kurz mit dem Brenner drüber, da kann man natürlich oben die Bläschen kurz entfernen, einfach die Farben ein bisschen stehen lassen und ab und zu mal mit dem Brenner drüber. Also sehr gute Idee, danke nochmal Nico. Dann fangen wir an. Ein Swipe könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ob ihr jetzt einfach die Farben erstmal setzt und dann mit Weiß drüber geht, also wie so einen klassischen Swipe. Oder ich mache es halt auch mal gerne mal einfach, setze mir die Farben so hin, wie ich möchte, und swipe dann einfach drüber. Aber das ist ja jedem selber überlassen. So, das Kirschrot. Denkt mal, das reicht. Ihr solltet auch beachten beim Swipen dann, dass ihr die Farben wirklich gleichmäßig verteilt, weil manchmal habt ihr dickere Flächen. Bei dickeren Flächen funktioniert das natürlich mit diesen Zellensetzungen etwas besser, wie wenn ihr nur eine ganz dünne Schicht habt. Aber darum swipe ich meistens erst und lasse es immer noch ein bisschen laufen, damit praktisch die Schicht sich gleichmäßig verteilt. So, eine Zebra-Rolle nehme ich immer. Und hier eine große Spachtel. Thank you.
Jetzt haben wir hier zum Beispiel viel Kirschrot, weil das Kirschrot sehr dominiert. Ist in dem Fall, was wir jetzt machen, nicht so schlimm, weil wir das Weiß nachher wieder hochholen. Ihr seht jetzt hier trotzdem noch Luftblasen, die sich bilden, obwohl ja kein Silikon drin ist. Aber dann setze ich einfach noch ein bisschen Weiß drüber. Das ist schon ausreichend, also swipen könnt ihr, wie ihr möchtet. Okay, ein bisschen abputzen. Immer das Material sauber halten. Aber ich bin da auch nicht so ganz penibel. Da haben wir schon Tropfen auf das Bild gemacht, auf das andere. Okay, jetzt lasse ich es im Prinzip immer noch mal ein bisschen laufen, wie gesagt, damit die Schicht sich gleichmäßig verteilt. Und ihr natürlich auch die Ränder zubekommt. Das ist jetzt, wie gesagt, bei diesem Bild nicht so schlimm. Aber allzu dick sollte die Schicht auch nicht sein. So, jetzt denke ich mal, jetzt haben wir eine gleichmäßige Schicht. Und dann kann ich jetzt eigentlich schon die Handschuhe ausziehen. Ich denke mal, dass ich. Die Kanten sind egal bei dem Bild. So. Trotzdem kurz mal die Bläschen rausmachen. Jetzt sehen wir hier, dass wir hier schon trotzdem Luftbläschen haben. Also wie gesagt, einfach die Farbe etwas stehen lassen und dann einfach kurz reinhalten. Dann sind schon mal die Bläschen weg, wo nach oben gegangen sind. So. Ich würde sagen, ich hole euch jetzt einfach mal näher her. Ihr könnt mal rankommen. Noch ein bisschen, keine Angst haben. Na, das war jetzt zu weit. Dann kann ich ja nicht mehr arbeiten, wenn ihr so nah dran seid. Okay, Spaß muss sein. Nein, passt auf, ich hole euch einfach her. Und dann seht ihr das auch besser. Ja, da seid ihr ja. So. Ich nehme jetzt hier erstmal diesen Helba Silikonöl 300, also von der Viskosität her. Macht da einfach ein bisschen rein. Ihr braucht nicht viel. Das werdet ihr nachher sehen, weil wir nur ein paar Tropfen reinmachen. So, nehme jetzt hier praktisch diese dünne Spitze vorne, taucht die ein bisschen ein. Ihr müsst immer aufpassen, manchmal habt ihr hier, wie so, ihr seht es vielleicht, einen dicken Tropfen drauf. Wenn ihr nachher rüberfahrt und aus der Seen irgendwo hintropft, wo ihr nicht wollt, ist natürlich nicht so gut. Darum immer aufpassen. Ich meine, der erste Tropfen kann ruhig dicker sein, aber ihr werdet gleich sehen, ihr braucht gar nicht viel. Immer schön abtupfen. Ich setze jetzt einfach mal hier einen Tropfen rein. In der Hoffnung, dass es auch funktioniert. Ihr kennt ja diesen Vorführeffekt. Und da könnt ihr jetzt praktisch weitermachen. Ihr könnt eine Linie setzen.
müsst ihr euch halt immer Zeit lassen, das dauert ein Weilchen. Wenn ihr so eine Linie setzt, ihr seht jetzt hier, es arbeitet ja schon ziemlich nach und es wird praktisch dann zusammenlaufen und sich dann in diese Richtung auseinanderziehen. Das ist so der eine Punkt. Je weiter ihr die auseinandersetzt, umso mehr Platz haben die zum Arbeiten und werden natürlich groß, also richtig groß. Die arbeiten dann, die werden dann ungefähr so groß noch, sage ich jetzt mal übertrieben. Ihr seht schon hier, wie sie sich auseinanderziehen, weil sie so keinen Platz mehr haben. Das ist der Punkt. Und da könnt ihr natürlich, wenn ihr die weiter auseinandersetzt, könnt ihr große Zellen, Linien oder Reihen machen. Wenn ihr jetzt nicht so groß machen wollt, dann müsst ihr die Zellen näher zusammensetzen. Das heißt zum Beispiel, ich setze jetzt hier einen Tropfen nochmal hin. Macht dann aber, man kann jetzt hier schon mal wie so eine Blume, dass ihr das auch mal seht gleich, setzen. Dann habt ihr jetzt praktisch außenrum auch Silikonzellen, kleine. Und die in der Mitte kann sich dann nicht weiter ausdehnen. Also zumindest nicht so arg wie hier jetzt. Ihr seht, es arbeitet ziemlich nach. Genau. Ihr könnt dann auch ein Quadrat setzen. Ihr seht, ihr braucht auch nicht viel Silikon, also das reicht eigentlich schon, was ihr auf dem Stäbchen habt. Seht ihr, da habe ich jetzt zu lange gewartet, da hat es sich schon ziemlich ausgedehnt, sage ich mal so. Aber das passt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal, jetzt mache ich hier mal einen. Ich lasse jetzt einfach mal mehr Platz, dann seht ihr, wie sich die Zellen ausdehnen. Genau. Seht ihr, jetzt haben wir hier diese Blume zum Beispiel. Und da kann man jetzt natürlich zusätzlich noch mit arbeiten. Das heißt, ich fahre jetzt einfach hier rein. In der Mitte von diesen Blüten und dadurch entstehen dann auch diese schönen Blumeneffekte, die ihr vielleicht bei meinem vorigen Video gesehen habt mit diesem großen Bild. Da könnt ihr natürlich auch noch welche auseinandersetzen. Und dann machen wir hier mal ein Dreieck. Und da müsst ihr halt schauen, dass ihr in der Mitte dann auch wieder welche reinmacht. Und dann habt ihr natürlich auch immer diese Situation, hier recht rund und hier keine Ahnung, warum die sich jetzt so verteilt. Manchmal unergründlich. Oder macht wie so einen, mal dicken Tropfen, wie so eine Schnecke. Ihr seht halt, je enger man die aufeinander setzt, umso kleiner bleiben die dann auch. Also man kann dann wirklich verschiedene Muster machen. Und jetzt kann man natürlich auch noch weiter mit arbeiten. Ich kann jetzt hier bei diesen Zellen genauso reinziehen.
oder mache hier ein Kreuz. Ah, da gibt es verschiedene Sachen. Hier ist natürlich nicht viel Farbunterschied. Machen wir vielleicht hier mal nochmal. Blume und setzen noch hier eine große Zelle rein. Ja, und selbst hier. Einfach reinfahren Richtung Mitte. Mir gefällt es halt gerade mit diesen Blumen. Und hier setze ich jetzt noch mal eine Reihe außenrum. Hier kann ich jetzt auch reinfahren. Und da seht ihr wieder, je mehr Farbe natürlich ist, umso besser ist es zu, ich nenne es jetzt einfach mal reinkratzen. Und dann kennt ihr ja vielleicht auch meine Würmer, was ich auch schon gemacht habe öfters. So, und hier haben wir jetzt natürlich auch, jetzt ziehen wir das mal hier rein. Und nehmen die äußeren Linien auch noch. Diesen Punkt. Ja, und im schlimmsten Fall könnt ihr auch einfach hier durchziehen. Das dauert immer ein Weilchen, dann bis wirklich was kommt. Aber ihr seht es eigentlich hier schon ganz gut. Es sind natürlich wie die Vorführeffekte wieder. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Aber das seht ihr eigentlich, was man machen kann. Ich lasse das jetzt einfach mal. So etwas nacharbeiten. Und dann können wir das zweite Bild mal vorbereiten, und zwar, dass ich ja dann mit diesem Cell Creator mache. Gut, stell das Bild mal weg. Ich zeige es euch nachher nochmal. Ich hole es nochmal her. Dann seht ihr auch nochmal, wie das nachgearbeitet hat. Aber wichtiger Punkt, wie gesagt, ihr seht, wie die sich ausweiten, die Zellen. Und je enger man die zusammensetzt, umso weniger können sie sich ausbreiten, dadurch bleiben die natürlich enger zusammen. Und dadurch kann man dann auch diese Blumenmuster entstehen lassen. Oder andere Muster. Also da ist ja eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da selber kreativ sein. Okay, dann stelle ich das mal zur Seite und komme gleich wieder zurück. Zweite Bild mache ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen anders. Aber kommt eigentlich das Gleiche dabei raus. Von dem Rot nehme ich mal ein bisschen weniger, weil das doch ziemlich dominiert.
Jetzt machen wir einfach mal so einen Swipe, wie wir es eigentlich auch kennen. Und vielleicht ein bisschen einfach mal die Luftbläschen vorher schon mal rausmachen. So. Schön am Rand noch. Wie gesagt, ich brauche nicht immer komplett bis zum Rand fahren. Und natürlich wieder keine Handschuhe an. Aber was macht man nicht alles für euch? Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Jetzt machen wir das nämlich so. Und darum lasse ich das immer etwas laufen. Ziehe das auch wieder rüber, damit die Farbe... Also wie gesagt, mit diesem Vinylkleber, mit diesen Luftbläschen, das stört mich schon etwas. Aber ich bekomme es nicht besser hin. Man müsste sich halt einfach, wie gesagt, Zeit nehmen und die Farbe etwas stehen lassen. Manche sagen ja schon, dass man es einen Tag stehen lassen soll, aber da habe ich eigentlich nicht die Zeit dafür und eigentlich auch nicht die Lust, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann möchte ich sie gleich machen und nicht irgendwie einen Tag warten. Und da ich ja noch hauptberuflich anders beschäftigt bin, habe ich natürlich auch nicht die Zeit dafür. Okay. Jetzt haben wir so einen klassischen Swipe. Halt wie gesagt ohne Silikon, aber natürlich trotzdem Bläschen drin. Was nicht sein sollte. Dann mache ich das vielleicht nochmal irgendwann mal mit einem anderen Medium. Vielleicht Medium von... Was habe ich denn da? Ja, von Solo Gocha, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. So, jetzt nehme ich mal den Cell Creator. Mache jetzt hier im Prinzip auch ein bisschen was rein. Das ist natürlich ein bisschen dünnflüssiger. Okay, um es aber neutral zu machen. Nicht, dass das Silikon dran klebt, hole ich geschwind ein neues Stäbchen. So. Da müsst ihr natürlich noch etwas mehr aufpassen mit dem Tropfen, weil es noch dünnflüssiger ist. Jetzt ziehe ich nämlich hier jetzt einfach auch erstmal eine Linie. Zack, zack, zack. So, ihr seht, das arbeitet genauso. Nach auch. Und jetzt machen wir mal hier auch einen Versuch von einer Blume. Ihr müsst euch eigentlich mehr Zeit lassen. Das ist immer der Punkt, wo ich auch mal zu schnell bin. Weil ihr müsst jetzt einfach hier was setzen, einen Punkt. Und den erstmal etwas arbeiten lassen. Und wenn er eine gewisse Größe hat, wo man dann sagen kann, okay, ja, er wird nicht mehr viel nacharbeiten, dann setzt man erst außenrum die Punkte. So, zum Beispiel. Wobei das hier jetzt aber auch, wie gesagt, je schneller ihr natürlich auch seid,
Ihr seht es hier, umso kleiner bleibt die Blume dann auch. Und wir fahren einfach wieder rein. Und das Schöne ist bei dieser Technik, finde ich halt, ihr seht hier, wie die Farben einfach wieder hervorgehoben werden. Wenn ihr zum Beispiel viel Weiß drunter macht und dann Farben drüber schmiert, sage ich jetzt mal, so wie hier jetzt, und dann kommt halt das Weiß wieder gut durch, auch. So, jetzt machen wir hier einfach nochmal und setzt die praktisch dazwischen rein, zwischen die anderen Linien. Und hier natürlich auch, wenn man sagt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ist ja egal, einfach nur für den Test oder fürs Zeigen. Quadratisch, praktisch, gut. Jetzt setze ich hier einfach mal eine große und lasse die alleine arbeiten. Und da kommen jetzt natürlich auch wieder. Jetzt hier dazwischen rein noch. So, und da eine Schnecke. Schnecken finde ich ja auch mal faszinierend, also diese Schneckenform. Und ihr seht, wie lange ich da tupfen kann, ohne dass ich einfach wieder nach oder das Silikon nachholen muss. Ziehen wir hier auch mal einen Streifen durch. Was da passiert. Na, super Sache, sorry. Ja. Ja, super, ich film gerade. Ja, die. Oh Jesus. Meine Frau hat Hunger. Okay, jetzt seht ihr mal hier, das kommt auch richtig cool. Das kommt ja wie so ein Wurm. Hätte ich vorher vielleicht auch mehr machen können. Das passt. Und hier kann man jetzt, wie gesagt, auch ein paar Striche reinziehen. Ihr könnt auch das sind ja wie gesagt eurer Fantasie freien Lauf gesetzt oder einfach durchziehen hier. Man merkt vielleicht, der Cell Creator arbeitet nicht so viel nach wie jetzt das Silikonöl. Aber jetzt habt ihr hier eine größere Zelle. Und da setzen wir jetzt außen noch die Punkte. Die wird wahrscheinlich richtig schön, weil die auch schön weiß ist innen. Die ist fast zu rot. Ich sage, rot dominiert ziemlich hier auf dem Bild.
Moment, jetzt machen wir noch ein Herzchen. Also wir schauen, ob wir überhaupt Farbe darunter haben, viel. Und was dann vorkommt. Ja, meine Würmchen, die gefallen mir richtig gut. Gut, ich möchte euch auch nicht länger da hier jetzt aufhalten. Hier das Herzchen. Da ist zu wenig Farbe drunter. Aber wichtig war es mir im Prinzip, wenn ihr, wie gesagt, je weiter ihr die auseinander macht, umso größer arbeiten die natürlich danach und je kleiner ihr die setzt oder je näher aufeinander setzt, umso weniger arm werden die auseinander. Das machen wir hier nochmal. Ihr könnt da immer wieder nacharbeiten. Das passt. Ja, hier das Herz kommt nicht so gut. Okay, weil zu wenig Farbe drunter ist. Okay, wie gesagt, mir ging es nur darum, dass ihr seht, nicht nur einfach ein Bild machen, drüber laufen lassen und die Zellen bilden sich dann automatisch, sondern wie gesagt, ihr könnt hier wirklich einzelne Zellen bearbeiten, verschiedene Muster setzen und auch natürlich die Zellen dann noch bearbeiten dementsprechend. Okay, dann hoffe ich, dass euch was gebracht hat. Bisschen Inspiration, vielleicht mal selber auszuprobieren. Weil dann hat es doch nicht mehr so viel mit Zufall zu tun, sondern auch natürlich etwas Übung. Und ihr müsst euch wirklich Zeit lassen, weil ihr seht hier, wenn ich das zu schnell mache, funktioniert es bei mir auch nicht so richtig. Wie bei dem anderen Bild, zum Beispiel bei dem großen, was davor war, das ja richtig gut geklappt hat. Und das ist natürlich wieder so der Vorführeffekt sowieso. Wartet mal, ich zeige euch mal geschwind das andere. Nochmal. So. Na, super klasse. Ja, genau, da hat ein Becher drunter gehangen noch. Kann auch passieren. Bringt mich aber auch auf eine Idee. Wenn ihr einen sauberen Becher habt und nicht einen, wo schon dreckig war. Wartet mal. Seht ihr, so lernen wir immer dazu. Wenn ich jetzt, komm, jetzt setze ich jetzt einfach mal hier drüber. Drückt den rein. Kann man natürlich auch was machen. Ja, zu viel ist auch wieder nichts. Egal, ist ein Testbild. Das natürlich ohne Silikon. Aber das wäre auch mal eine tolle Idee, mit Silikon zu probieren. Okay, jetzt aber das andere Bild. Ihr seht hier, der, oder das muss ich sagen, das Silikonöl arbeitet ein bisschen mehr nach, also schon viel mehr nach. Man muss natürlich jetzt einfach auch mal warten. Es arbeitet hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach. Aber das passt. Aber da sehen wir den Unterschied. Hier weniger. Und ihr habt natürlich auch einen Vorteil. Ihr habt ja beim Silikonöl immer ein paar Silikonflecken, die kann man ja gut wegwischen dann. Das ist nicht das Thema, ob es mit Alkohol ist oder mit einem Spülmittel ein bisschen. Beim Cell Creator habt ihr eigentlich diesen Vorteil, dass ihr keine solche Silikonflecken habt in der Regel. Kann ich euch auch noch mal kurz dann getrocknet zeigen. Wisst ihr was, das mache ich auch. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Pass mal auf, ich setze hier auch noch was rein. Ich hoffe, ich bin im Bild. Aber wo?
dann haben wir wirklich diesen Unterschied auch. Ich hoffe, ihr seht es. Mal sehen, was da wird. Okay, ich zeige es euch, wenn sie trocken sind. Dann seht ihr wirklich den Unterschied, wie die nacharbeiten. Aber ihr seht es eigentlich schon hier, dass das Silikonöl doch mehr arbeitet wie dieser Cell Creator. Er natürlich auch etwas dünnflüssiger ist. Gut, dann würde ich sagen, es war's von mir. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gebracht was, wie gesagt. Und dann, ja, wie gesagt, ich zeige es euch, wenn es getrocknet ist. Naja, das war super klasse. Alles klar, macht's gut, bis dann. Tschüss, bye.